Noch während Klinikarzt Simon Krothmann sich zu Beginn seiner Schicht Röntgenbilder eines Patienten anschaut, wird er zu einem Notfall gerufen. Ein Mann hat sich auf sehr kuriose Weise selbst verletzt. Wie ist das passiert? Im Schnick hängen geblieben und er hat dann so kräftig an der Angel gezogen, ja, dass sie mit voller Wucht entgegengeschossen ist und direkt, ja, in der Wange stecken geblieben ist. Okay. Aber ansonsten bewusstlos war er ja nicht oder ist nicht umgefallen oder irgendwo alles in Ordnung? Da steigert sich da gerne. Ist nicht Schwindel oder Übelkeit? Okay. Gar nichts. Es tut nur höllisch weh. Also als ich den Mann in der Notaufnahme gesehen habe mit dem Angelhaken in der linken Wange, habe ich gedacht, was die für einen Zauber da veranstaltet haben. Das muss ja abenteuerlich sein, dass jemand beim Angeln sich hier so ein Dreizack in die Wange gräbt. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben mehr Probleme, Oliver. Mehr Probleme. So. Mensch, hör genau auf mit dem scheiß Gelaber. Okay, so geht's Ihnen aber gut? Ja, es geht mir gut. Das tut höllisch weh. Nee, ich mache ja gar nichts. Ich gehe gar nicht dran. Den müssen wir aber irgendwo, müssen wir den Haken wieder entfernen. Ne? Und, ja, es wäre schön, wenn es schnell gehen würde. Es wäre ja nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ich sag Ihnen jetzt nur einfach mal, was wir machen. Da der Haken noch nicht ganz rausguckt, der hat ja einen Widerhaken, der sitzt jetzt im Gewebe drin. Also ich kann den nicht einfach rausziehen, das ist wie beim Fisch auch, dann reißt man halt eben das ganze Fleisch mit raus. Deswegen muss ich ihn, unter der Betäubung natürlich, muss ich ihn durch die Haut durchziehen und dann den Widerhaken abknipsen. Und dann kann ich ihn ganz einfach rausziehen. Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Sie den Haken, der hier halb in meiner Backe steckt, so ist es, erst ganz reindrücken müssen, um ihn dann rauszuholen? So in etwa. Also ich muss ihn einfach auf der Seite wieder raus. Dann war's das jetzt. Ja, okay. Da gehe ich jetzt dann rein. Ich glaube, es geht los. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Es geht nur darum. Mensch, holen Sie das Ding doch einfach raus. Ja, aber Sie kennen es doch, wie beim Fisch. Dann reißt man halt eben die Hälfte auch noch mit ab. Oh, ich denke, der steckt nicht ganz drin. Der ist doch mal im Widerhaken fest. Also der Zustand des Patienten hat natürlich dafür gesorgt, dass es das Ganze immer, das ganze Prozedere natürlich aufhält und alles natürlich nicht einfacher macht. Man muss erstmal den Patienten dann probieren zu beruhigen. Dann muss man gucken, dass der nicht ungewollte Bewegungen macht und das Ganze eher verschlimmert und damit größere Verletzungen sich selbst zuzieht. Ich gebe Ihnen jetzt eine kleine Betäubung. Ja. Es gibt einen ganz kleinen Stich nur in die Seite rein. Sie merken davon so gut wie nichts, okay? Ja. Gucken Sie mich an, am besten. Ja. Genau. Nichts. Ich sage Ihnen alles, was ich mache. Ich sage alles, was ich mache. Ich gehe jetzt nur erstmal in die Nähe von der Haut. Okay. Einmal ausatmen, einmal tief ausatmen. Und ein kleiner Stich. Okay. In Ordnung? Ja. Beruhig dich mal, also ehrlich. So. Ist doch alles, ist doch nur ein Pika. Achtung, es kann jetzt ein bisschen brennen. Ein ganz kleiner Pika, mehr ist es nicht. Jawohl. Okay, jetzt müsste es langsam schon ein bisschen dumpf werden. Nee, es wird nichts dumpf. Okay. Oh Mensch, sei ruhig da hinten, ey. Ist doch gut, hören Sie gar nicht auf den. Ist alles betäubt. Ja, nimm den mit, der geht mir nur auf den Sack heute. Alles klar. Okay. Einfach noch ein bisschen runterkommen, ein bisschen beruhigen. Ja? Also, leb hier dein Drama aus, aber krieg dich echt wieder ein. Das ist echt peinlich. Ja, ich kann dir den Haken, wenn er draußen ist, gerne in deine Backe reinstecken. Ja. Also, die beiden, die hier reinkamen, waren schon so irgendwo ein witziges Duo, die irgendwie sich gegenseitig mehr so ein bisschen bekappelt haben. Und der Verletzte selbst war so ein bisschen, man möchte fast sagen, eine Memme. So ein bisschen hypersensibel und vollkommen aufgebracht und schmerzempfindlich und einfach so ein bisschen so ein kleiner Hypochonder, würde ich mal sagen. Der Arzt kann den Angelhaken nur entfernen, wenn die Wange des Patienten narkotisiert ist. Bis die Spritze wirkt, kümmert er sich um einen anderen mysteriösen Notfall. Ich war heute Morgen ganz normal duschen, wie immer. Ja? Und ich habe schon seit längerer Zeit immer so einen Ausschlag, aber ich... Aber heute war das besonders schlimm. Ich habe auch schon mein Duschgel gewechselt, bestimmt 8-9 Mal. Und ich habe jetzt so einen Hyperallergiker. Gehst du einmal rüber, bitte? Können Sie sich einfach mal freimachen, Oberkörper mal freimachen, damit ich sehen kann, wie weit das runtergeht? So eine allergische Reaktion. Also wahrscheinlich, nur, genau. Immer wenn ich was berühre, dann wird das noch viel schlimmer. Ich kann gar nichts dagegen tun. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Nein. Heuschnupfen, irgendwas anderes, so saisonal, nichts? Nein. Ist das jetzt konstant so oder ist das heute Morgen besonders schlecht geworden? Und hatten Sie das die letzten Tage heute wurde das besonders schlimm, ja. Ich kenne das auch nicht von ihr eigentlich. Also es ist
Also ich habe das schon seit längerem ein bisschen, aber oh Gott, das ist alles so. Ja, die Sachen. Das heißt seit längerem? Wie lange schon? Ein paar Wochen. Mhm. Aber nur ein paar. Oh. Okay. Ein paar Rötungen. Die Patientin war sehr aufgebracht, hatte einen starken Juckreiz und auch einen Schmerz bei den Stellen, die sich selbst auch aufgekratzt hat, sodass man, dass das Wichtige dabei ist, erst einmal die Symptomatik wegzunehmen. Das heißt, den Juckreiz und den Schmerz. Sprich, es wurde ein Zugang gelegt und über den Zugang eine Infusion angelegt mit einem Antihistaminikum und einem leichten Schmerzmittel, um somit die Reaktion ein bisschen runterzuholen. Ich mache Ihnen das jetzt an, dann wird es auch gleich etwas besser. Vor allem auch mit dem Juckreiz und auch mit den Schmerzen. Ne? Falls irgendwas sein sollte, während die Infusion läuft. Ne? Wir sind hier, ruhig Bescheid sagen, dann kommen wir sofort und machen ja, alles. Ja, den Arm nur ein bisschen gerade lassen. Ist Ihnen kalt? Wollen Sie eine Decke haben? Nein, geht so? Ja. Ja? Genau. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Ich glaube, wir müssen auch gleich mal wieder rüber. Mhm. Okay. Die Schmerzen zeigen sich gerade, die beiden. Ah, wir kommen rüber. Vielleicht gerade ihr noch ein bisschen... Kommen Sie ruhig rüber. Ja, klar. Das heißt ja? Alles klar, danke schön. Okay. So, bis gleich, ja? So, jetzt aber mal. Ja, jetzt mal Schluss. Wollen Sie nicht mal kurz rausgehen? Ja. Wie geht es denn mit den. Ja, aber eigentlich dürften normalerweise dürften jetzt keine Schmerzen mehr da sein. Ich gehe jetzt nur mal mit dem Finger in die Nähe. Okay? Und Sie schauen mal, wie geht das? Tut das noch weh? Oder merken Sie nur den Druck? Ich weiß nicht, es tut noch weh. Ja? Es tut noch ein bisschen weh. Okay. So, einfach noch mal ein bisschen nach. Du Jammerlappen. Merken Sie das noch? Merken Sie das überhaupt noch? Ein bisschen. Ja? Ein bisschen. Dann spritze ich noch mal ein bisschen nach. Okay. Gut. Geht das? Es geht, ja. Okay. Dann fangen wir an. Einmal die Handschuhe. Nach der Betäubung der Wange entfernt Simon Krotmann den Angelhaken. Damit der panische Angler das Operationsbesteck nicht sieht, bedeckt der Klinikarzt den Kopf des Patienten mit einem sterilen Laken. Ich drücke jetzt einmal durch, okay? Könnte ich eine Schere haben? Ja, danke. Okay. Einmal die Spitze bitte nehmen. Ja. Hier sind Verbände. Jo, danke. Okay. So, erstmal hier ein bisschen abtupfen. So, jetzt ziehe ich den Rest. Ja, okay. Einmal ausatmen. Okay. Gut, da ist noch ein bisschen trockenes Blut mit dran. Ist der jetzt raus? Okay. Ist er raus? Dann machen wir das Tuch weg. Ist draußen. Sehen Sie? Da haben Sie Ihren Haken. Wo Sie sehen. Insgesamt ist die Operation glimpflich abgelaufen. Es gab auch keine große Gewebeverletzung durch den Angelhaken auch verursacht. Das Ganze ging dann über ganz kurze Zeit, konnte der Angelhaken entwendet werden. So, wie geht es Ihnen? Ist schon viel besser geworden. Ja, Gott sei Dank. Also, es juckt noch, aber die Schmerzen sind nicht mehr so stark. Gut, die Infusion ist jetzt auch durch, das können wir jetzt gleich abmachen. Und ich glaube, soweit symptomemäßig haben Sie keine mehr. Die Rötung geht alles wieder zurück. Ja, das wird alles passieren. Sind noch so ganz auf. Das dauert auch ein bisschen. Das dauert auch ein bisschen. Ne? Das dauert eine ganze Weile. Ja. Wir schreiben Ihnen was auf. Einmal auch so ein lokales Hautmittel gegen Allergien, was Sie sich dann so ein bisschen flächenförmig auftragen. Ich schreibe Ihnen ein paar Antihistaminika auf. Okay. Also ein paar Tabletten, die gegen die Allergie wirken. Aus, ne? Und davon nehmen Sie dann einmal eine am Tag. Sie dürfen sich auch ruhig wieder anziehen. Ja, warte, ich gebe dir deine Sachen. Was aber ganz wichtig wäre, ist, weil wir können jetzt hier keinen Allergietest und alles dann ausschließen. Es geht darum, man muss natürlich jetzt rauskriegen, worauf Sie allergisch sind. Also, was Sie auf jeden Fall machen müssen, Sie müssen noch zum Hausarzt. Wir müssen leider den Raum. Dann kommen Sie schon mal mit, ich erkläre es Ihnen dann. Es kommt nämlich gleich noch jemand, der etwas dringend Hilfe braucht. Simon Krotmann rät seiner Patientin, einen Allergietest zu machen. Denn dann weiß sie, wogegen sie tatsächlich allergisch ist und kann Situationen wie heute vermeiden. Während der Klinikarzt die junge Frau aufklärt, ahnt er nicht, dass sich ihr Zustand gleich dramatisch verschlechtert. Ich schreibe Ihnen ein paar Mittel auf, Antihistaminikum. Wenn ich noch anmerken darf, Sie müssen sich leider gleich bei der Gisela noch mit den Formalitäten noch hier vorne bitte anmelden. Genau. Ja? Okay. Entschuldigung. Dann, genau, und Sie kriegen ein Rezept. Vielleicht darf ich noch einen Schluck Wasser fragen? Ja, ja. Ja, genau. Haben wir einen Schluck Wasser? Vielleicht. Und dann noch ein Rezept über Fenistil und. Vielleicht kannst du die Adresse schreiben? Ja, ich mache das entspannt. Dankeschön. Oh, danke schön. Ja, einmal Fenistil und Xusal, dass man das mal aufschreibt. Fenistil als Creme, als Lotion. Genau. Den dann. Könnt ihr euch aufschreiben?
Herr Doktor! Was ist jetzt? Alles in Ordnung? Was ist jetzt? Schnell, bitte einmal einen Stuhl für den Schockraum einmal hinlegen. Was ist passiert? Sie hat einfach nur Wasser getrunken. Damit die junge Frau nicht erstickt, muss ihr der Klinikarzt sofort Cortison spritzen. Die Injektion des Arztes schlägt zwar schnell an, dennoch muss Simon Krothmann weiterhin den Kreislauf beobachten. Warum es der Frau plötzlich so schlecht ging, das ahnt der Klinikarzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Alles okay? Können Sie sprechen? Ja. Geht? Ja. Geht's besser? Ja, geht besser. Was war denn das jetzt gerade? Ich habe keine Luft mehr gekriegt und mein Hals hat angefangen zu jucken. Was war eben oben? Was haben Sie eben vorne gemacht? Was war denn da? Gar nichts. Nichts. Das war doch... Ich habe nur einen Schluck getrunken. Aber einen Schluck Wasser getrunken? Ja. Haben Sie das mal zu Hause schon mal gemerkt, dass Sie, wenn Sie was trinken, dass Sie dann irgendwo, dass es im Hals kratzt oder... Naja, ich habe... Das kratzt halt auch am Hals generell, ja. Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Kommen Sie mal rein. Kann... Und beim Duschen, haben Sie mal gemerkt, wenn Sie duschen, dass Sie dann einen leichten Hautausschlag bekommen, ja, oder? Nach dem Duschen war es schlimmer, ja. Ist es schlimmer geworden? Deswegen dachte ich, das wäre das Duschgel. Das habe ich dann auch gewechselt, öfters mal. Aufgrund der Hinterfragung sind wir dazu gekommen, dass es irgendwo etwas mit Wasser zu tun haben muss. Und es gibt wirklich auch in der Praxis ganz seltene Formen der Urtikaria, also der Nesselsucht, verursacht durch Wasser. Das heißt also sozusagen eine Wasserallergie, die relativ oder sehr, sehr selten ist. Man sieht es eigentlich kaum. Man kriegt es aber im Studium mit. Es wird dann halt eben dann so mitgelernt und man hat das dann so ein bisschen noch im Gedächtnis, dass da was sein könnte. Und letztendlich ist es dann die Befragung des Patienten, dass man sieht, ja, das muss es sein. Ist das okay? Ja, meistens ist es nicht das Wasser an sich, sondern mehr die Zusatzstoffe, Chloranteile oder anderes, was im Wasser selbst drin ist, worauf man dann reagieren kann. Aber sie hat doch gerade nur ein Glas Wasser getrunken, ganz normal. Ja, genau. Und das ist halt eben dann die Reaktion. Und das, was das Einzige ist, war also wie so ein anaphylaktischer Schock, also so ein übermäßige allergische Reaktion, wobei dann die Schleimhäute schwellen und dabei dann eine Luftnot entstehen kann. Ne? Man kennt das bei der Bienenallergie. Und das kann halt eben auf alle Stoffe oder mit allen Stoffen passieren. Aber das heißt dann, dass ich gar nichts mehr trinken kann oder duschen kann? Ja, das kann ja nicht plötzlich kommen, einfach so. Ich meine, ja, es kommt ja nicht plötzlich. Ja, aber sie sagt ja auch, dass sie immer nach dem Duschen, dass es eine Verschlechterung ist, beim Trinken, dass der Hals kratzt. Und manchmal ist es dann, das kann natürlich dann durch den Stress auch noch mal hervorgerufen sein, dass damit dann so eine akute Reaktion kommt. Von daher ist das natürlich dann etwas, was in Zukunft natürlich schon so ein bisschen einen Einschnitt bedeutet, dass man dann im Leben so ein bisschen darauf achten muss. Für den Patienten bedeutet das natürlich einen tiefen Einschnitt in das tägliche Leben. Das heißt, sie muss irgendwo versuchen, Wasser zu trinken, erstmal zu vermeiden. Sie muss versuchen, generell den Kontakt mit Wasser erst einmal zu vermeiden, sprich duschen mit vielleicht einer vorherigen Applikation von Vaseline oder irgendeiner Fettcreme durchzuführen. Oder aber, was sie auch probieren kann, ist natürlich erstmal mit einer täglichen von eines Antihistaminikum. Und man muss eben dann einfach in der Praxis sehen, was reicht, was muss sie tun, was ist notwendig. Bleibt das denn jetzt, ich weiß nicht, bleibt das für immer? Das oder? Kann. Es ist sehr schwierig zu sagen. Also man kann nie genau sagen, ob das nochmal weggeht, ob sich das abschwächt. Ich denke, dass momentan die Stresssituation wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn jetzt so nach der Masterarbeit, wenn sich das dann alles wieder ein bisschen beruhigt, dass dabei dann eine Verbesserung eintritt. Und aber das heißt, wir können was dagegen machen und wir wissen auch, dass die ja, vor allem verhaltensweise. Ja, genau. Ja, die Pusteln werden auch wieder weggehen. Ne? Ja. Also es geht nur darum, dass die nicht wiederkommen. Und dabei sind die Pusteln eigentlich das kleinste Problem. Sondern eben gerade, wenn Sie jetzt, sagen wir, wenn Sie unter der Dusche stehen, dann ist die Reaktion vor allem an der Haut. Was können Sie denn jetzt trinken, also wenn ja, jetzt Wasser ausgeschlossen ist? Sie können probieren, also am besten ist dann Milch oder andere Produkte, Reismilch, Mandelmilch und so weiter. Okay. Säfte probieren. Sie müssen eben vorsichtig sein. Sie müssen dann, wobei die Mengen mit Sicherheit dann auch eine Rolle spielt, gerade unter der Medikation erst einmal probieren, ja, in kleinen Mengen die Sachen zu trinken und zu gucken, wenn Sie mal einen Schluck oder einen halben Schluck nehmen, wie geht es Ihnen? Ich werde Ihnen auch ein Notfallset aufschreiben. Okay. Das heißt, das ist so eine Art Spritze mit einem schnell wirkenden Stoff drin, den Sie sich dann, falls es wirklich zu so einer
Luftnot wie jetzt auch kommt, dass sie die wirklich aber auch immer bei sich tragen und dann so eine akute Reaktion dann okay. verhindern. Ich gebe Ihnen einen Zettel mit für das weitere Vorgehen beim Hautarzt, Hausarzt. Und der wird Ihnen dann weiter sagen, wo Sie sich hinwenden können, um okay. Vielleicht noch eine größere Hilfe zu kriegen. Ja? Wir schaffen das, okay. oder? Ja, natürlich. Nachdem sich der Kreislauf der jungen Frau stabilisiert hatte, konnte sie die Klinik wieder verlassen. Sie ist inzwischen bei einem Allergologen in Behandlung und hat gelernt, mit ihrer Wasserallergie umzugehen.